Euch gefallen unsere Videos? Dann kennt ihr nun einen winzigen Teil von The Simple Club. Übungsaufgaben, Lösungswege und Spickzettel zum Download. Checkt jetzt ab auf thesimpleclub.de. Geodreieck, Warndreieck, Triangel, alles wichtige Dreiecke. Genauso wie das Dreieck der Nachhaltigkeit. Um das geht's in dem Video. Eine Analyse in Erdkunde schreiben heißt immer, Wirkungsnetze zu verstehen. Die Natur sorgt für dies und jenes, das hat wieder Einfluss auf die Wirtschaft. Das hat wieder weitere Folgen und am Ende sind die einen Menschen glücklich und die anderen nicht. Das Dreieck der Nachhaltigkeit hilft euch dabei, Wirkungsgeflechte, Kettenreaktionen oder Wechselwirkungen besser zu verstehen. Damit fällt euch dann in jeder Klausur was ein. Aber erstmal, was ist das Dreieck der Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit heißt, die Leute der heutigen Zeit sorgen dafür, dass die Menschen in der Zukunft gleiche oder bessere Bedingungen haben. Das war die Kurzversion. Ganz genau findet ihr das nochmal in unserem Video zur Nachhaltigkeit. Okay, jetzt können sich die Bedingungen für die Personen in der Zukunft aber in mehreren Bereichen oder Dimensionen verändern. Es gibt also mehrere Formen der Nachhaltigkeit. Darum kümmert sich das Dreieck der Nachhaltigkeit. Es besteht aus den Bereichen Ökologie, also der Umwelt, Ökonomie, also Wirtschaft und Soziales. Auf all diesen Ebenen soll die Entwicklung nachhaltig sein. Das Dreieck der Nachhaltigkeit sagt also aus, dass eine nachhaltige Entwicklung die drei Ebenen Ökologie, Ökonomie und Soziales ausmacht. Manche Entwicklungen verbessern dabei die eine Dimension der Nachhaltigkeit, verschlechtern aber die andere. Dann muss man abwägen und einen Kompromiss finden. Hierzu mal ein Beispiel. Angenommen, in China soll ein neuer Riesenstaudamm gebaut werden. Der Staudamm soll Strom für die ganze Region erzeugen. Und ihr sollt jetzt untersuchen, ob das Projekt nachhaltig ist. Dann denkt ihr euch, okay, was heißt der Staudamm für den Bereich Ökonomie? Erstmal freut sich das Baugewerbe, weil der Staudamm neue Aufträge bringt. Geilo, für die regionalen Bauunternehmer. Langfristig gesehen bekommen die Firmen in der Umgebung anschließend günstigeren Strom, was auch vorteilhaft ist. Ökonomisch ist der Staudamm also top für die Region. Aber was macht der Staudamm mit der Umwelt? Die Baumaßnahmen und die Stauung sorgen für eine krasse Umwälzung der Natur. Viele Tier- und Pflanzenarten verlieren deshalb ihre Nische. Ist also nicht so nachhaltig. Also schlecht für den ökologischen Teil der Nachhaltigkeit. Und jetzt die soziale Dimension. Da, wo der Fluss gestaut werden soll, leben eine Menge Leute. Die Anwohner müssen umsiedeln. Sie müssen also ihre Existenz aufgeben und sind da ganz schön sauer drauf. Die Umsiedlung ist also nicht so nachhaltig im Bereich Soziales. Ihr könnt aber auch noch bedenken, dass sich viele Menschen über die günstigen Strompreise freuen und zufriedener sind. Das wäre dann ein Pluspunkt für den Staudamm im Bereich Soziales. Jetzt könnt ihr die Argumente für alle drei Bereiche angucken. Mit den Argumenten könnt ihr für euch abwägen, ob ihr das Projekt nachhaltig findet oder nicht. Im Endeffekt sind solche Entscheidungen dann immer ein Kompromiss zwischen den drei Bereichen. Haltet das Video doch mal an und überlegt euch, ob ihr den Staudamm bauen würdet. Okay, das Dreieck der Nachhaltigkeit hilft euch also, das Wirkungsnetz von Projekten und Entwicklungen zu verstehen. Damit könnt ihr die Projekte dann ganz leicht bewerten. Ihr müsst dann immer gucken, ob ein guter Kompromiss der Bereiche Ökonomie, Ökologie und Soziales besteht. Die Erfinder vom Dreieck der Nachhaltigkeit haben aber noch einen Aspekt vergessen. Den Bereich Politik. Da geht's darum, wie sich Projekte auf den Staat bzw. die Regierung auswirken. Dazu mal ein Beispiel. In einem Entwicklungsland läuft die Wirtschaft gerade nicht so gut. Ein Großkonzern will dort eine riesen Autofabrik bauen, dadurch finden ganz viele Menschen dort Arbeit. Was heißt das für den Staat? Klar, weniger Arbeitslose und mehr Steuereinnahmen. Der Staat macht sich aber auch sehr abhängig von dem Konzern. Der Konzern kann zum Beispiel sagen, macht die Steuern für uns mal niedriger, sonst hauen wir wieder ab und ihr seid am Arsch. Solche Abhängigkeiten sind dann nicht so gut für den Staat. Er macht sich erpressbar. Den Einfluss auf die Politik solltet ihr bei euren Analysen also auch nicht vergessen. Gut, okay, was bringt das jetzt konkret für euch? Wie könnt ihr das Dreieck für euch nutzen? Angenommen, ihr müsst ein Projekt wie den Bau von dem Staudamm bewerten. Dann könnt ihr euch immer die folgenden vier Fragen stellen. Die sind absolut bulletproof. Nummer 1, wie wirkt sich das Projekt auf die Wirtschaft aus? Da könnt ihr dann auch noch unterscheiden, wie sich das Projekt kurzfristig oder langfristig auswirkt. Heißt, kurzfristig ist der Staudamm gut für das Baugewerbe. Langfristig stärkt er die komplette Wirtschaft durch günstigen Strom. Zweite Frage, welche Folgen entstehen für die Umwelt? Durch den Bau verlieren zum Beispiel Tiere und Pflanzen ihren Lebensraum. Das ist blöd.
Aber die Energie muss jetzt nicht durch das Verbrennen von Kohle, Öl oder Gas erzeugt werden. Das ist gut. Dann fragt ihr euch, was bedeutet das Projekt für die Menschen? Da könnt ihr dann noch unterscheiden, welche Menschen genau. Für die Menschen, die umgesiedelt werden müssen, ist der Staudamm eine Katastrophe. Für die Leute, die günstigeren Strom bekommen, ist der Damm fantastisch. Letzte Frage, die ihr euch stellt. Was bedeutet das Projekt für den Staat? Bei dem Staudammprojekt heißt das, auf den Staat kommen zum Beispiel erst hohe Baukosten zu. Außerdem könnte die Umsiedlung von den Anwohnern zu politischen Unruhen führen. Geht die Fragen einfach durch, wenn ihr zum Thema brainstormt oder die Quellen durchgeht. Dann habt ihr einen Sack voll Kick-Ass-Argumente für eure Bewertung. Ihr schaut euch dann an, welche Argumente euch am besten überzeugen. Damit könnt ihr dann jeweils euren Standpunkt für die einzelnen Dimensionen begründen. Und dann gibt's die Eins. Okay, aus diesem Video könnt ihr drei Dinge mitnehmen. Erstens, das Dreieck der Nachhaltigkeit zeigt die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. Ökonomie, Ökologie und Soziales. Zweitens, ihr müsst immer den besten Kompromiss für alle drei Dimensionen finden. Drittens, ihr könnt das Dreieck noch mit der Dimension Staat erweitern. Anwenden könnt ihr das Ganze dann mit den vier Bulletproof-Fragen. Die könnt ihr immer gebrauchen. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, wir haben eine richtig geile Lernplattform und App. Leute, schaut es euch mal an, da sind alle unsere Videos noch geiler sortiert und mit allem möglichen Schnickschnack, was? Also, tschüss, ne?